Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Thema der heutigen Sendung, die Meerwasseraquaristik, so schön und doch so einfach. Und dazu haben wir am Telefon Marc Obermüller, den Inhaber des Geschäftes Nautilus. Hallo Marc. Hallo Olli. Also ich freue mich, dass ich hier das Interview mit euch geben kann und bin mal gespannt auf eure Fragen. Marc, dann sei doch so gut und erzähl erstmal ein bisschen was über dich. Stell dich unseren Hörern doch mal bitte vor. Ja, also Marc Obermüller mein Name. Ich komme ursprünglich aus Hannover und bin dann irgendwann durch meinen Vater in die Meerwasseraquaristik richtig infiziert worden und mache das ungefähr seit 18 bis 19 Jahren. Das wird schon 19 Jahre sein. Und bin in diese ganze Sache so mit hier eingewachsen. War halt früher sehr interessant, was dort alles so passierte bei uns zu Hause. Wir wohnten in einem neunstöckigen Hochhaus und bekamen halt immer Besuch von anderen Meerwasseraquarianern, die zum Beispiel im fünften oder vierten wohnten. Und das kriegte ich als Kind halt alles mit. Da war ich so 6 oder 7. Das war sehr interessant. Naja, und dann bin ich dann später in einem Zoo- und Co-Laden tätig gewesen, der auch ein Vollsortimenter war, wo wir alles hatten, Süßwasser, Teich, auch Salzwasser. Salzwasser war dann natürlich mein Fachgebiet und habe dann dort 13 Jahre als Abteilungsleiter gearbeitet, Fachgebiet Meerwasseraquaristik, und habe dann halt nach den 13 Jahren, seit dem 1.4. dieses Jahres, die Firma Nautilus Aquaristik übernommen, der ich jetzt halt Inhaber bin. Marc, viele sagen ja, die Meerwasseraquaristik ist die Königin der Aquaristik und damit sollte man nicht unbedingt gleich als Anfänger einsteigen. Kannst du dem zustimmen? Das ist immer sehr differenziert. Natürlich ist die Meerwasseraquaristik anspruchsvoller als die Süßwasseraquaristik. Das fängt halt schon damit an, dass wir im Meerwasser etwas mehr die Wasserparameter im Auge haben sollten, da halt die Tiere, die dort drin leben, sehr viel aus diesen Wasserparametern zehren. Das heißt, Härtegrade, Werte wie Kalzium und Magnesium müssen halt genügend zur Verfügung gestellt werden. Daher differenziert sich ein bisschen zum Süßwasser. Im Süßwasser haben wir natürlich auch das Düngen der Pflanzen, CO2 sollte nicht fehlen, solche Dinge. Also am Ende ist es ähnlich, aber ich denke, ein Meerwasserbecken sollte schon zum Beispiel zum Unterschied beim Süßwasser etwas mehr getestet werden. Marc, wie sieht es denn mit der Pflege von Meerwasseraquarien aus? Haben die einen Vorteil gegenüber den anderen, vielleicht auch von der Optik her? Also ich finde auf jeden Fall, dass die Wartungsintensität oder der Zeitaufwand für Meerwasserbecken geringer ist als für Süßwasser. Der Zeitaufwand ist vielleicht etwas höher im Bereich Wassertesten, dass man sagt, okay, man sollte sich wirklich einmal die Woche mal dran setzen und die Werte alle checken. Das ist aber generell, wenn man das gut drauf hat, sag mal in 10, 15 Minuten erledigt. Man sollte sich eine Liste fertig machen, wo halt diese ganzen Werte so eingetragen werden, dass man den Faden nicht verliert. Aber ich denke mal, so der Aufwand, wie Wasserwechsel oder Teilwasserwechsel, wie es im Süßwasser ist, hat man im Salzwasser nicht ganz so immens. Wir empfehlen, oder ich empfehle bei kleineren Becken einmal die Woche 10% und bei größeren kann man nachher in monatlichen Schritten Teilwasserwechsel machen von ca. 10%. Wenn ich jetzt noch gar keine Ahnung von der Technik habe, von den Becken, gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Becken im Bereich der Meerwasseraquarien? Ja, das kombiniere ich schon mit der Frage, die du noch davor gestellt hattest. Es ist ja so, die Faszination Meerwasser ist natürlich riesengroß. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Ambiente zu Hause stehen. Die Farbenpracht ist sehr schön, wenn man ausgewählte Tiere halt besitzt. Bei den Fischen ist es natürlich auch so eine Nummer im Gegensatz zum Süßwasser. Leuchtet da ja etwas stärker. Es gibt heute fast nur noch, ich nenne das mal spaßeshalber, Tutti-Frutti-Becken. Das heißt, wir haben verschiedene Korallen aus verschiedenen Gebieten der Welt. Wir haben auch verschiedene Fischarten im Aquarium. Ist ja im Süßwasser, glaube ich, mittlerweile ähnlich. Es gibt aber auch noch Cracks, die zum Beispiel sagen, sie haben nur ein Aquarium spezifiziert auf bestimmte Tiere. Also es gibt auch heute immer noch reine Seepferdchenbecken. Eine Feuerfischbecken haben wir schon gesehen. Das wird natürlich immer weniger, weil natürlich im Vordergrund das Riff für viele steht, weil es halt
ja, die schönste Artenvielfalt bilden. Und der Fisch ist eigentlich so das Beiwerk geworden in der Meerwasserforest. Es gibt also kaum noch Aquarien, die rein mit Fischen arbeiten. Das ist natürlich sehr interessant. Sonst unterscheidet man die Meerwasserbecken natürlich in verschiedenen Zielen wie Brandungsaquarium. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie man der Natur nachmachen kann. Oder Sandzonenbecken und all solche Geschichten. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt ein absoluter Fan der Meerwasseraquaristik bin? Finde ich dann Süßwasseraquaristik nicht mehr interessant oder kann ich beides nebenher betreiben? Was ich in dem Aspekt sehr wichtig finde, ist, wenn man oder wenn ihr halt Süßwasseraquarianer gewesen seid und ihr wollt gerne auf Meerwasser umsteigen, dann sollte man von der Süßwasseraquaristik, also von dem Wissen, was man dort hat, sich in Distanz nehmen. Denn die Salzwasser- oder Meerwasseraquaristik ist halt doch dort ganz anders. Ich sag manchmal spaßeshalber, fängt halt der Unterschied schon damit an, dass das eine Wasser süß und das andere salzig ist. Faszination, finde ich, haben beide Hobbys. Und bei mir war es auch so, dass ich halt ganz oft selbst Süßwasserbecken, lebende Meerwasserbecken hatte. Also, es gibt natürlich auch Kunden, Freunde, Bekannte, die halt sagen, vorher Süßwasser gehabt, jetzt Meerwasser, da bleibe ich bei. Also, wenn ihr einen vernünftigen Händler habt, der euch an die Hand nimmt und so ein bisschen leitet, dann denke ich, geht man zum Süßwasser nicht wieder zurück. Marc, du und dein Vater, ihr seid ja nicht einfach nur Händler, die Fische einkaufen, sondern ihr seid auch, glaube ich, sehr viel in der Natur unterwegs und schaut euch an, wo die Fische herkommen und wo sie leben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Also das hatte vorrangig, muss ich dazu gestehen, mein Vater gemacht die ganzen Jahre über, der also wirklich in der ganzen Welt umhergeflogen ist und die ganzen Exporteure, die wir mit denen wir zusammenarbeiten, auch besucht hat und teilweise sogar mit deutscher Technik ausgerüstet hat. Das heißt, also er hat denen wirklich viel Wissen gegeben von uns Aquarianern, was wir ja im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Und dadurch verbessern wir natürlich auch die ganzen Bedingungen vom Meer zu uns nach Hause ins Aquarium. Das heißt, wir sorgen natürlich dafür, dass wir Kontakt zu unseren Exporteuren halten. Diese wiederum geben das an ihre Fänger weiter, sodass die Tiere auch möglichst schonend gefangen werden. Mittlerweile gibt es ja auch sehr viele Nachzuchten, was auch durch uns Aquarianer entstanden ist. Gerade bei den ganzen Anemonenfischen, die so auf dem Markt sind, ist schon sehr, sehr viele Nachzuchten und es kommt immer mal was Neues dazu, was ja auch für uns wichtig ist, um ja, die Meere auch zu entlasten. Bei den Korallen ist es halt so, dass es mittlerweile richtig Farmstationen gibt. Das heißt, sie werden also nicht mehr aus dem Meer entnommen, sondern es gibt richtig Akroporen oder Korallenfarmen, wo sie dort vermehrt werden. So wie das auch viele nachher machen, die zu Hause ihr Aquarium haben. Wenn die Korallen halt weiter wachsen, dann müssen wir sie irgendwann vermehren, fragmentieren, was man auch dazu. Und das klappt schon ganz gut. Also bei Korallen, muss ich sagen, ist das Wissen sehr weit fortgeschritten, was die Vermehrung angeht. Und die Fische folgen halt so langsam. Und dann hatten wir natürlich dieses Jahr 2013 die Reise nach Vietnam mit Firma JBL, was für uns auch sehr interessant war, weil wir halt auch festgestellt haben, dass die Meere tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Wenn ich mich jetzt mit dem Thema Meerwasseraquaristik noch nie wirklich beschäftigt habe und damit jetzt einfach mal anfangen möchte, kannst du uns da mal ein paar Tipps geben? Klar. Und zwar ist es so, dass man heutzutage, das war früher noch nicht dran zu denken, also früher sagte man, muss mindestens ein 300 Liter Aquarium haben, um ein Meerwasserbecken zu pflegen. Heute ist es so, dass sich ja die Nanoaquaristik sehr stark ausgeweitet hat. Auch da wieder mehr Wissen mittlerweile, auch natürlich die Hersteller entwickeln sich durch uns Aquarianer immer weiter, weil wir fordern natürlich die Hersteller, indem wir sagen, pass auf, könnt ihr nicht mal dies, könnt ihr nicht mal jenes machen. Und dadurch entwickelt sich das halt gut, die Meersalze sind viel besser geworden und dadurch ist es natürlich auch zu schaffen, selbst kleine Aquarien zu halten. Also wir haben schon schöne Meerwasserbecken gesehen, die 30 Liter hatten und halt welche, die 1000 Liter hatten. Also ich denke, man müsste nicht unbedingt klein anfangen, was ja sehr oft gefragt wird, dass viele halt sagen, ja, ich fange erst mal klein an und werde dann halt immer größer. Ich denke, man sollte das differenzieren. Das heißt, wenn ich ein Nano-Meerwasserbecken mache, sollte das auf seine eigene Art konzipiert werden. Es geht halt nicht mit Fischen drum und dran, so wie es ein größeres Becken hat. Das heißt, man sollte sich also vor Ort gut beraten lassen, in welche Richtung man gehen möchte. Also man kann im Nano den Einstieg finden oder halt auch gleich in einem großen Aquarium. Die Technik von heute macht es halt alles möglich.
Marc, wenn ich jetzt noch Fragen an euch habe, kann ich mich irgendwie in irgendeiner Form direkt an euch wenden? Also wir haben eine Homepage, die findet ihr unter nautilus-aquaristik.de. Ansonsten haben wir natürlich ein Ladengeschäft, also wir sind beides ein bisschen. Wir haben ein Ladengeschäft mit angeschlossenem Versand. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Kunden, die auch sehr weit zu uns fahren. Also wir sitzen im Raum Leipzig und wir haben Kundenstamm von Bayern, Hamburg, also von überall kommen die zu uns. Wir sind halt rein spezialisiert, was man nicht so oft findet. Und wir haben hier eine Anlage mit 40.000 Liter Volumen auf 2 Etagen. Und dadurch, dass wir halt Direktimporteur sind, immer eine große Auswahl. Und natürlich sind wir auch geschult, sonst könnten wir das alles nicht machen. Und beraten euch natürlich gerne vor Ort am Telefon oder ihr könnt uns auch eine E-Mail senden zu info@nautilus-aquaristik.de. Da könnt ihr uns finden. Und was ist mit Facebook? Auch mal aus dem Witz entstanden. Ich hatte also privat mal so eine Seite gemacht. Da gab es noch gar nicht so viele Meerwassergruppen. Und habe die dann nach vor circa einem Jahr dann umgemünzt. Also da findet ihr uns auch bei Facebook. Einfach Nautilus-Aquaristik eingeben. Sollte eigentlich dann zu finden sein. Und da könnt ihr uns dann gerne Anfrage stellen in die Gruppe, da wir die geschlossen führen. Da nehmen wir euch dann gerne auf. Und da ist sehr viel los. Wir haben mittlerweile 543 Mitglieder. Kommt täglich neue dazu und da können wir uns immer austauschen und man ist direkt am Kunden, ist natürlich auch positiv und ja, man kann auch so ein bisschen mal hinter unsere Kulissen schauen. Dafür nutzt man die Seite halt auch. Marc Obermüller, vielen Dank für das tolle Interview. Bitte gerne. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.